Schönen guten Morgen, meine Liebsten, nicht nur meine Lieben, meine Liebsten. Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen. Grüß Gott, sagt man in Österreich. Grüß Gott, ich grüße Gott in dir. Ich grüße die Heiligkeit in dir. Ich erkenne dich als das, was du bist und begrüße dich als den Heiligen, die Heilige. Und in deiner Heiligkeit, die ich jetzt erkenne, erkenne ich und fühle ich meine eigene. Das ist, was Gottesdienst ist für mich, heute, hier und jetzt. Wir kommen zusammen, um unsere Heiligkeit zu feiern. Unsere Vollkommenheit. Wir kommen zusammen, um Gottes Herz in uns zu feiern. Mein Herz, dein Herz, schlägt in den Frieden Gottes, hier und jetzt, spürst du es, wie dein Herzschlag, der Herzschlag des Universums, der Herzschlag der Liebe, der Herzschlag Gottes ist. Ich spüre, wie dein Herz schlägt und es derselbe Herzschlag ist, der mein Herz schlagen lässt. Es gibt nur ein Herz, weil es nur einen Gott gibt. Einen Herzschlag, nicht zwei. Das ist, was die Einheit ist. Das ist, was wir heute feiern. Lasst uns feiern, dass wir den gleichen Herzschlag, nur den einen Herzschlag erfahren. Ach, ist das schön. Wow. Wirklich, Worte können es gar nicht fassen. Die sind so klein, die sind so beschränkt. Und du, meine liebe Schwester, mein lieber Bruder, du bist so groß. Du bist so herrlich. Du bist so heilig. Du bist so majestätisch. So wunderschön. Ja, das bist du. Du bist ein Strahl reinen Lichtes. Du bist die Heiligkeit selber. Du bist göttlich. Du bist stark in Gott. Du hast kein Gegenteil, weil die Liebe kein Gegenteil hat. In dir wurde die Freude ohne Gegenteil begründet. Die Angst ist unmöglich in dir. Du bist der Himmel, in dem Gott wohnt. Du bist der Himmel, in dem Gott wohnt. Halleluja. Du bist nichts anderes. Du bist nicht dieser Körper. Du bist nicht die Vergänglichkeit.
Du bist nicht der, der glaubt, er wäre für einen Moment schuldig, auf sich alleine gestellt hier. Nein, das bist du nicht. Du bist in ewiger Einheit, in ewiger Einheit mit allen. Sind das nicht gute Nachrichten? Ist das nicht ein Tag der Freude? Heute Sonntag, der Tag des Herrn, der Gottesdienst. Wir feiern, wir feiern, wir feiern, wir feiern, bis die Wände wackeln. Im Hause meines Vaters bist du absolut würdig, weil du sündenlos bist, weil du unschuldig bist, weil du das Kind Gottes geblieben bist, das ewige Kind Gottes geblieben bist. Du bist heilig. Wow. Vor dir stehen die Sterne still und verneigt sich das ganze Universum. Vor deiner Schönheit, vor meiner Schönheit verneigt sich das ganze Universum. Wir alle verneigen sich vor dir. Und in dieser stillen Erkenntnis, in dieser stillen Einheit, feiern wir. Deine Größe, deine Herrlichkeit, deine Unendlichkeit, deine Unveränderbarkeit in Gott. Nicht später, nein, mein Liebster, meine Liebste, hier und jetzt feiern. Und das ganze Universum kommt zusammen, alle kommen zusammen, um dich zu feiern. Weil du erkennst, weil alle gewartet haben, dass du erkennst, wer du wirklich bist. Deine wirkliche Größe, die Größe und Schönheit der Schöpfung. Amen. Halleluja. Was für eine Feier, eine himmlische Feier. Und dabei werden wir unterstützt von den Engeln, würde Jesus sagen. Von denen, die einmal hier waren oder noch kommen werden, von denen werden wir in dieser Feier unterstützt. Auch die sind mit uns. Auch die feiern mit. Auch die erinnern sich. Gemeinsam mit uns. Dass es kein Gegenteil zur Liebe gibt. Dass es kein Gegenteil zur Freude gibt. Dass Angst unmöglich ist. Angst ist unmöglich in dir geworden. Und der Himmel in dir eingesetzt wurde. Eingesetzt wird, eingesetzt ist. Danke, liebe Schwester, danke, lieber Bruder. Für das, dass du dich in deiner Größe erkennst und in deiner Herrlichkeit. Danke, dass du in den Fußstapfen von Jesus, in den Fußstapfen der Heiligkeit über diese Erde wandelst und jeder gemeinsam mit dir befreit wird. Jeder wird gemeinsam mit dir befreit, wird mit mir jetzt befreit in diesem Gesang des Himmels, in diesem Freude schöner
Götterfunken, wird jeder mit uns befreit in diesen Gottesdienst, weil keiner mehr in seiner falschen Identität gehalten wird. Jeder wird mir jetzt befreit. Freude, schöner Götterfunken. Die Funken springen. Siehst du sie, wie sie springen, die Funken? Sie springen und sie stecken das ganze Universum an. Du bist so mächtig, du bist allmächtig. Alle Macht und Himmel und auf Erden und hier und jetzt ist dir gegeben worden, um zu sprühen, um zu leuchten, um das Symbol des Lichts zu sein, das Symbol des Gottesdienstes, das Symbol der Einheit, das Symbol des heiligen Sohnes Gottes, der jetzt mit seinem Vater und dem ganzen Universum und all seinen Schwestern und Brüdern feiert, die Auferstehung feiert, das Nachhausekommen feiert, die ewige Einheit feiert. Lasst uns heute feiern, meine Schwestern, meine Brüder. Lasst uns heute feiern. Lasst uns heute nicht Trübsal blasen. Lasst uns heute feiern. Weißt du, ich liebe dich so sehr in deiner wahren Identität. Du bist so unglaublich schön. Und lasst uns heute feiern und kein Trübsal blasen. Danke, meine Liebe. Danke, mein Lieber. Danke, dass ich diese Idee mit dir teilen darf. Ich liebe dich so sehr und wir sehen uns in einem Augenblick. Hab einen wunderschönen Sonntag, hab einen wunderschönen Gottesdienst in dieser Feier und lasst uns heute kein Trübsal blasen. Danke, 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 danke.